Hi da draußen, was Schreckliches passiert. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich habe sämtliche Videos versucht zusammenzufassen, was ich so gefunden habe. In Solingen sollte ein Festival der Vielfalt stattfinden und das sollte bis Sonntag andauern. In den Straßen, das Programm, da sollten in den Straßen Musik gespielt werden, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und viel mehr. An 3 Tagen erwartete Besucher ungefähr 80.000 Menschen. Nun hat sich das alles umgeschlagen. Feiernde Leute auf dem Fest. So soll das aussehen. Leute, die Spaß haben. Die sich darauf freuen, etwas zu unternehmen. Und so ist es geendet. Großalarm im nordrhein-westfälischen Solingen. Gegen 21.45 Uhr hat ein Mann auf dem Fest zum 650. Stadtgeburtstag mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Er soll dabei gezielt die Hälse seiner Opfer anvisiert haben. Nach Informationen der Polizei gab es mindestens 3 Tote und mehrere Schwerverletzte. Beamte stehen mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Das Stadtfest wurde nach dem Verbrechen abgebrochen. Über dem abgesperrten Gelände kreiste ein Polizeihubschrauber. Die Einwohner wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. Es gab Absperrungen in der ganzen Stadt. Tatort war der Fronhof, ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Die Polizei wertet die Horrortat mittlerweile als gezielten Anschlag. An alle Beteiligten mein herzliches Beileid für diesen schlimmen Tat. Es ist nicht zu rechtfertigen. Man muss darüber auch mal sprechen und sagen, das ist die Vielfalt, die wir haben wollen. Das Land wird bunter, man wird sich darauf freuen. Diesen ganzen Quatsch, das soll man ertragen, das ist doch nicht normal. Der Mann soll arabisch aussehen, so was ich gehört habe. Aber Hauptsache die Propagandamaschine, weil ja gerade Wahlen sind, laufen weiter. Die AfD will deiner Oma die Schlagersendung wegnehmen. Ja, so ist es. Die AfD will direkt nach der Wahl den Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Das heißt, Riverboat, Florian Silbereisen an Weihnachten und alles, was der MDR sonst so produziert, sollen wegfallen. Und das BSW stört sich daran gar nicht. Katja Wolf hat gesagt, sie will mit der AfD zusammenarbeiten. Wenn es so sein soll, dann wird man darüber diskutieren. Okay, und dann, yes. Gut. Dann ist es die Macht des Arguments im politischen Raum. Wähle am besten Bündnis 90 Die Grünen, damit deine Oma und die Schlagerwelt safe sind. Also da merkt man auch einfach, wie verkorkst sie sind. Ich glaube, diese Schlagersänger haben genügend Geld. Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn das nicht mehr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist, gibt es bestimmt noch Ausweichsender, wo man das machen könnte. Nur mal so. Also es hat nichts mit der AfD zu tun, aber die Leute wollen es nicht wahrhaben und warum sollte ich die Grünen wählen? Es sind ständig solche Taten. Deutschland fühlt sich nicht mehr sicher an. Wie viele Leute schreiben ständig in Kommentare rein, ja, ich fühle mich auch nicht mehr abends sicher. Ich fühle mich in manchen Straßen nicht mehr sicher. Das kann es doch nicht sein. Ja, der Steingeier redet vom, ist das sicher, wir sind im sichersten Deutschland aller Zeiten. Also, was soll das? Das stimmt doch nicht. Es werden ganz krass Leute ausgegrenzt. Keiner von den Altparteien ändert irgendwas. Messeverbote. Es soll Messeverbote geben. Ja, ey, mach doch am besten komplett Waffenverbote. Ey, überall. Überall darfst du nicht mehr mittragen. Und was ändert das an den Taten? Gar nichts. Wenn einer das machen will, dann macht er das. Du kannst nicht alle kontrollieren. Und Politiker, wacht endlich auf. Redet mit allen und grenzt dich aus. Was ihr getan habt, ist das Schlimmste für Deutschland aller Zeiten. Es sind keine Türken, es sind keine Italiener, die alten Gastarbeiter. Es sind keine Vietnamesen. Es waren auch damals keine Russen, die das getan haben. Nein, es sind die Neuankömmlinge seit 2014, wo zu viele reingekommen sind, eine völlig andere Kultur haben. Thank you.
gar kein Verständnis mehr. Und vielleicht offen darüber reden? Ist das eine Möglichkeit? Einfach nur sich zu entschuldigen, oh, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe noch nicht mal geguckt, was Frau Faeser geschrieben hat. Kann ich jetzt mal machen. Der brutale Anschlag auf dem Stadtfest in Solingen erschüttert uns zutiefst. Wir trauern um die Menschen, die auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen wurden. Meine Gedanken sind bei der Familie und der Getöteten und bei den Schwerverletzten. Unsere Sicherheitsbehörden tun alles, um die Täter zu fassen und die Hintergründe des Anschlags zu ermitteln. Die Polizei in NRW hat dabei jede Unterstützung des Bundes. Ich bin dazu mit NRW-Innenminister Herbert Reul und unseren Sicherheitsbehörden im laufenden Kontakt. Das ist das Deutschland, was ihr wollt, ja? Ihr redet von Demokratie, dass man miteinander reden soll, aber was macht ihr denn ständig? Und Kollege Bühler, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Moosdorf? Ich möchte nicht mit Rechtsradikalen sprechen in dem Sinne, nein. Frau aber Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen des Kollegen von der AfD? Nein. Aus Mutter? Nein, aus der AfD-Fraktion nicht. Na, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Von Rechtsradikalen lasse ich nicht zwischenfragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frieser, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Frömming? Frau Präsidentin, die Nachfragen und Zwischenbemerkungen der AfD haben das Niveau der Debatte nicht gehoben, deshalb vielen herzlichen Dank, aber nein. Herr Dr. Köhler, gestatten Sie eine Frage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion? Danke. Nein. Danke. Aber dass Sie Antrag, nein, oder ich hatte keine Zwischenfrage, schon gar nicht von der AfD-Fraktion. Die Zwischenfrage aus der AfD zu lassen, scheinbar nicht. Nein, das möchte ich nicht. Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Beckkamp von der AfD? Nein. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Münzenmeier von der AfD-Fraktion? Nein. Der Frau zweite Kollegin, öffentliche Konsum. Frau Kollegin? Erlauben Sie eine Zwischensprache von Herrn Spaniel von der AfD? Danke. Das ist das Land der Toleranz, der Vielfalt, der Offenheit? Ich glaube nicht. Es ist einfach nur eine Schande, was dort passiert ist. Unser ganzes Sicherheitssystem ist für den Arsch. Ich würde die Grenzen, ich würde keinen mehr reinlassen. Tut mir echt leid, auch für die Leute, die nichts machen. Wir haben genügend im Land und auch da könnte man die ausbilden. Erstmal für den Fachkräftemangel, die illegal sind, raus damit. Es geht nicht anders. Es sind Wahlen. Bald in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Es muss eine Veränderung her. Und das sollte jedem klar sein. Hier, das ist doch kein Zustand. Ne? Das SEK. Auf die Jagd nach den Tätern. Ich wünsche das nicht mal meinen schlimmsten Feinden. Wünsche ich das nicht mal. Selbst den Hatern, die man hier hat. Den wünsche ich das nicht. Ich wünsche sowas niemandem. Und das ist immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Ich kann mich noch an den Terroranschlag erinnern. World Trade Center. Ich habe gedacht, der Dritte Weltkrieg bricht aus. Selbst damals war es nicht so häufig, wie es jetzt ist. Immer wieder sterben einzelne Menschen und das so häufig. Das Land ist nicht das Land, was ich kennengelernt habe. Ein ganz anderes und fremdes Land. Dagegen sollte man sein. Die Überfremdung auch im eigenen Land. Menschen mit einer völlig anderen Kultur, die nach Deutschland kommen, die haben diesen Sinn gar nicht dafür, so zusammenzuleben, wie wir zusammenleben wollen. Und auch das sollte eine Anforderung sein, dass man es versteht und vielleicht gibt es da erstmal einen Testmonat oder sowas, wie das sich verhält. Ein Monat ist viel zu kurz, aber ich weiß es nicht. Vielleicht sollten die Leute sich auch einen Test unterziehen, wie man mit anderen Menschen umgeht. Ja, wir haben gegen 21.37 Uhr auf der Einsatzleitstelle in Wuppertal mehrere Anrufe von Zeugen bekommen, die uns mitgeteilt haben, dass ein bislang unbekannter Täter hier auf dem Fest in... Ich habe gar nichts dagegen, wenn die Herren hier... Also nicht einer von denen sieht für mich deutsch aus, muss ich sagen. Wenn die sich im Land integrieren, dagegen habe ich gar nichts. Habe ich gar kein Problem damit. Wenn die auch andere Menschen zu schätzen wissen. Punkt 1 ist einfach, Deutschland, in dem Land, wo ich lebe, sollte mir wichtig sein. Punkt 2 ist, die Menschen und deren Kultur sollte ich respektieren und nicht verändern wollen. Punkt 3 ist, allgemein, das Zusammenleben mit anderen Menschen sollte immer friedlich bleiben. In einer Demokratie kann man eine andere Meinung haben, aber deswegen geht man nicht mit Messern auf die Straße. Solingen scheinbar wahllos mehrere Menschen angegriffen hat mit einem Messer. Ja, wie gesagt, ich habe was gelesen von, er soll arabisch aussehen. Mit Hochdruck werden Spuren gesucht, Zeugen befragt, die aber noch unter Schock stehen. Dass der Täter arabisch gesprochen haben soll, kann die Polizei bislang nicht bestätigen. Sicher sei aber, so der Innenminister, es war ein Anschlag. Das Vorgehen spricht nicht dafür, dass da einer verrückt durch die Gegend gelaufen ist und dann, der wäre ja auch weitergelaufen, sondern der hat ja gezielt Menschen angegriffen und auch auf
die Körperteile gezielt, wo das Wirkung zeigt, und ist ja dann auch verschwunden. Mit Hubschraubern wird in der Nacht die nähere Umgebung abgesucht. Straßensperren werden errichtet. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Jubiläumsfeier von Solingen, die gerade erst begonnen hatte, wurde komplett abgesagt. Und damit zu Daniel Kopp direkt am Tatort. Daniel, der Täter, der ist weiter auf der Flucht, auch Stunden nach dem Anschlag. Ja, wo kann er denn sein? Warum ist diese Suche so schwierig? Also wir gehen ja davon aus, dass sich das Ganze gestern gegen 21.45 Uhr ereignet hat. Und ja, du hast vollkommen recht. Es gibt scheinbar in der aktuellen Situation noch immer keine Spur oder auf jeden Fall etwas, was uns die Polizei bisher noch nicht verraten möchte. Wir haben das ja gerade ganz kurz schon im O-Ton der Polizei gehört, als sich der Polizeipressesprecher geäußert hat. Das große Problem ist, es gibt keine richtige Täterbeschreibung. Es gibt wohl einige sehr vage Angaben. Es soll sich um einen Mann handeln, es soll sich wohl um einen Einzeltäter handeln und er soll angeblich, aber das ist von der Polizei auch noch nicht bestätigt worden, ein ja arabisches Aussehen haben. Das Ganze. Ja, also, das war es erstmal zu der Informationslage. Wenn ich heute noch was mitkriege, dann schicke ich euch das rein. Ich hoffe, jeden, auch jeden in Solingen Umgebung, der auf der Feier da war, wenn ihr was gesehen habt, ey, meldet euch bei der Polizei, dass es aufgeklärt wird. Solche Taten sind einfach unmenschlich und sowas sollte weggesperrt werden. Ganz klare Meinung. Leute, das wird leider nicht monetarisiert, das Video, deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte hier bei PayPal, diesen Thanks-Button da unten, oder in der Beschreibung steht meine IBAN drin und auch ein Link für mein Konto. Wäre sehr nett. Ich bin erstmal raus.